Einen wundervollen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder keine Ahnung, hier im All ist es immer dunkel und ich habe hier keine Uhr an Bord. Ja, so, ich habe ja letztes Mal mit dieser Dame hier gesprochen und die hat dann halt noch mit einem anderen Typen gesprochen, der hat mit mir gesprochen und ja, den wir ja am Anfang hatten, der mich zum Abschluss gebracht hat und ich habe halt dieses komische Teil besorgt, das ich dann hier reinstecken muss im Maschinenraum und ja, jetzt kann ich mit diesem Raumschiff hier fliegen und ich soll mir jetzt aussuchen, wo ich hin will. Na, ich muss mal gucken, wie das hier funktioniert. Ach du Heilige, wir können uns jetzt hier echt einen Planeten aussuchen. Warte mal, ich bin jetzt auf Terra 2 oder war Terra 2 oder wie? Ein idyllischer, erdähnlicher Planet. Wohl. Elite leben im Haupt und so weiter, bla. Benutze die Sternkarte, um zu Planeten, Asteroiden und Stationen des Halcyon oder ähnlich Systems zu reisen. Okay, ich bin jetzt hier. Freie Passage. So, das eine Labor von den Typen ist ja hier. Da ist noch ein Planet gesperrt oder was? Warum? Kann man das sehen? Tartarus. Oh, da gibt es ein bekanntes Hochsicherheitsgefängnis. Aha. Okay. Das ist der sonnennächste Planet. Ich war ja am Anfang hier auf Terra 2. Joppa. Dann kann ich da noch mal zurück, ne? Kann ich mein Handbuch auch hier? Ne, hier gibt's nicht. Landeplatz von Edgewater, genau. Dann mache ich da mal. Wir kommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze bessere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Ah ja, die Reise zu diesem Planeten ist gefährlich. Was wird empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu genießen. Okay. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Können wir überhaupt denn mehr über die Kolonie erfahren? What part of the colony would you like to discuss? Terra 2. Where in Terra 2? Ja, die und dann von Edgewater. Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale, or it was when first built. Since then, neglect and time have worn away her shiny veneer. The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died.
It would not be unfortunate if something, like, say, a plague, were to wipe Emerald Vale from the face of the planet. Was hältst du von den Einwohnern? You mean the ones who did not answer my distress call with medical assistance, but instead came to issue my injured captain a parking ticket? I'm sure they are wonderful humans who don't deserve to be wiped out by starvation or a devastating plague. Mhm. Und wie stehen die Dinge in Edgewater seit unserer Abreise? Since you diverted power to the deserters, the botanical lab is thriving. However, Emerald Vale's cannery shut down, leading to a total collapse of Edgewater's population. Thank you, Captain. Okay. Dann lass uns mal was anderes reden. How can I be of assistance? Hast du eine Minute? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Ja. Erzähl mir erstmal hier von den Captain. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. Aber auch wieder Schmuggler. Together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Gab es noch auf dem Schiff andere Captains? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? Ich hätte Lust auf eine andere, auf ein wenig Unterhaltung. Certainly, Captain. What would you like to hear? Erzähl mal einen Witz. Why was the chemist sad? Because all her beakers are gone. Ja, toll. Spiel meinen Lieblingssong. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. Ja. Das ist nicht mein Lieblingssong. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board certified jingle their favorite song. Ja, ja, das reicht. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. Okay, dann erstmal hier. Ja klar, wirst du da sein. Ich würde gerne woanders hinfliegen, also kann ich denn nicht hier? Landeplatz von Edgewater? We are now in orbit above Edgewater, Captain. Ich würde ja. Wie kann ich da hinfliegen oder so? Auch wenn wir uns hier im Orbit befinden, aber. Ha. Das ist ja denn schon komisch, warte mal. Tagebuch. Weiß ich nicht, ob wir das noch machen können hier. Könnte man eigentlich auch noch irgendwie machen oder so, wie es aussieht. Ich versuche ja hier jetzt wieder landen zu können oder was, aber.
Dockstation. Landeplatz, aber warum geht das nicht? We are now in orbit above Edgewater, Captain. Holomantel aufheben, ah ja. Wahnsinn. Nachricht für Alex. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich fussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Stil. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet. Also zeig sie besser nicht deinen Spacer-Kumpel. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zur nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Protokolle. Titel 1. Oh. Nee, das ist mir zu lang. Ach du Heilige. Könnt ihr auch Pause machen und dann in Ruhe lesen. So, ich fahre das mal hoch. So, dann gehe ich mal auf Protokolleingang Nummer 2. So, das kann man auch dann mal in Ruhe lesen, wenn man möchte. Ich gehe mal auf Nummer 3. So, da kann man dann auch zwischendurch wieder. Mein Auge hier. Oh, ich fahre das Ding wieder hoch. Schön langsam, damit man auch dann das Video vielleicht mal so auf Pause machen kann. Gut, und ich gehe jetzt hier auf Gespräch verlassen. Habe ich jetzt wieder zwei neue Sachen bekommen. Ich würde aber gerne da landen, wo ich gestartet bin. Mülleimer. Echt? Ich will aber nicht den Mülleimer schmeißen. Ich habe auch noch nie geschlafen. Wie ist denn das, wenn man einmal schläft hier?
kann man vorstellen, ja. Und bringt man ja so gesehen nichts. Was ist das denn? Wächtersäbel. Und wo ist die andere? Was hat die für ein Quartier? Sam. Aha, wir haben einen Roboter an Bord. Frag Ada nach der Sam-Einheit. Okay. Die Roboter-Einheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer enthält die Buchstaben Sam. Okay. Da ist aber was drin. Wir haben hier einen Roboter an Bord, der sauber macht, oder was? Untersuchen. Foto von Parvatis Vater. Aha. Okay. Dann hat sie sich also hier eingenistet. Leichte Munition. Leichte Munition. Okay. Untersuchen. Eine Werkzeugkiste. Die ist aber ramponiert. Nö. Oh, was haben wir hier? Abigail. Der erste Schraubenschlüssel, den mir Dad je gab. Eine echte Freundin in jeder Not. Parvati. Aha. Die moderne Stahlzange und du. Das Buch hat endliche Eselsohren und Kritzeleien an den Rändern. Und was ist hier? Nix. Auch nicht. Nixe, nixe, nixe. Nöp. Okay. Was ist das? Wasser ohne Wasserstoff und Sauerstoff. Aha. Hält 30 Sekunden. So, so. Kann ich ja einiges im Kühlschrank packen dann. Da ist eine Leiter. Ah ja, hier ist das Bad. Was für ein Wort. Charakter. Achso. Möchtest du 500 Bits ausgeben? Nein, will ich nicht. Wo ist denn jetzt die andere? Eine Werkbank. Mal gucken. So eine Klinge. Das geht ja nicht.
hier ist. Ich hab da kein Mod. Oder? Da kann ich einiges erhöhen. Nur leider habe ich dafür kein Mod. Okay, warte mal. Die ist Stufe 2. Und die anderen auch. 1 sogar. 1. 110. 121. 110. Stufe 1. Tüfteln. Leichte Pistole, möchtest du eine leichte Pistole tüfteln? Das wird 50 Bits kosten. Ah, wird der Schaden etwas erhöht, ja, aber. Was ist bei Zerlegen? Zerlegen Bonus, Waffenteile 3 Stück. Okay, warte mal, dann habe ich hier noch. Der Teleskop, ne, der kann weg, den mache ich zerlegen. Okay. Wächter ist in Stufe 1. Stufe 5, Stufe 3. Gut, ich lasse das erstmal. Was sind die anderen, die habe ich jetzt gar nicht gefunden? Na gut, aber dahin scheine ich auch nicht zu können. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ja, was war es über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer verstaub? The unit is a cleaning cell. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Ja, mein Quartier. Fire lock up behind you. Halte Quadrat über Landeplatz von Edwo. Ah ja. Ja gut. Moment, aber ich will doch mal mit dem Roboter hier. Wegen dem Roboter. Das war da oben. Aber ich war doch vorher auch unten da, sozusagen an der Tür, und da hat nichts aufgeleuchtet. Erkennen, wo mein Zimmer ist, ne? Wie sie sagte. Da kann ich auch nichts machen.
Das war ja die Werkzeugkiste, das andere war das alles. Es gibt irgendwo noch ein Gerät, das ich bedienen kann. Wo denn? Hier komische Lichter hier. Das ist das Klo. Okay, Moment. Oh Gott. Die Sanitärmaschine. Du hast eine außer Betrieb gesetzte Sanitär- und Abfallmaschine auf der Unreliable gefunden. Wenn du sie wieder funktionsbereit machen kannst, könnte sie sicherlich nützlich werden. Suche nach Hauphorns Terminal. Dann gucke ich mal. Dum, di dum, di dum. Und das geht hier mit den Apparat. Sam, Suchbegriff Sam. Jedes Ergebnis zu Sam lesen. Denk daran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz gefunden. Nicht Gebrauchwarenladen? Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen oder bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Säuberung, okay. Nummer 2. Ja, nicht wirklich so. Und hat. Stimmt ja nicht. Nummer 3. Ups. 5400 EP. Finde einen Säurereiniger. Mail kennen, Händler kennt. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Moment. Tagebuch. Gut, finden wir jetzt mal den Säurereiniger. Ob ich den finden kann? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde auf der Uhr, das ist ja Wahnsinn. Moment. So. Kann mein Computer noch mir irgendwas sagen über den Säurereiniger? Welcome back, Captain.
How can I be of assistance? Nee, okay. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Ja, gut. Dann. Ah, das hatte ich auch noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5 sind noch frei. Na gut. Terror on the Frontier. Na schön, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Man hat das nicht gesehen. Nicht so wie bei No Man's Sky hier. Schade. Okay, ich habe aber jetzt hier auf mein Radar kein Verkaufsautomat entdeckt. 150. Ach da. Immerhin. Stufe 10. Kostet mich 560. Donnerwetter. Und wenn ich hier was verkaufe an Waffen, die Klinge kostet, also naja, die ist ein bisschen wenig. Die könnte ich zur Not noch behalten. Stufe 1, leichte Pistole. Die verkaufe ich. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Ich muss dann eine bestimmten Level erreichen. Okay, jetzt muss ich mal sehen. Finde einen Säurereiniger. Das ist aber dann nicht hier auf diesem Planeten. Gut. Dann muss ich, glaube ich, hier noch. Du hast das Tagebuch von M. Bakonu gefunden. Kehre zu Picard zurück. Okay, das ist da. Das ist da. Ah ja. Verkaufsautomat entdeckt. Noch eine. Dann laufe ich mal ein bisschen. Landeplatz von Edgewater entdeckt. Okay. Der ist auch jetzt gerade da hinten. Na schön.
Ja. Dann kann ich auch gleich schon wieder aufhören. Alter, schon wieder über eine halbe Stunde. Das geht so schnell bei dem Spiel irgendwie. Da denkst du, ach, bist gerade mal angefangen, 10 Meter gelaufen. Und auf einmal, zack, 30 Minuten um. Dreh sie einmal im Kreis, zack, wieder 5 Minuten um. Und schon sind wir wieder. Mabala. Und dann sind wir schon wieder bei 35. So. Aber jetzt ist das ja weiter weg. Grüne. Jetzt ist das. Warte mal. Das ist natürlich. Andere ist ja schon alles da. Du hast das Tagebuch von M so und so gefunden. Kehre zum Picard zurück. Wo ist denn der Picard? Nee. Bitte was? Das sind ja drei. Hä? Wieso denn drei? Oh, Kati. Ich habe hier drei Dinge. Wieso denn? Ich zahle doch nur nach den anderen hin. Merkwürdig. So, hier bist du doch. Warum leuchten auf der Karte denn drei Dinge auf? Merkwürdig. All the lights in town went out. Since then I've had wild-eyed workers begging my guidance. I'm surprised you would go along with this action, Ms. Holcomb. I'm not sure what the right and wrong of it is, sir. But leaving the deserters with neither walls nor lights would have left them to the mercy of marauders. Let's hope walls alone are sufficient, then. Diese Leute sind krank und überarbeitet. Die Dinge mussten sich ändern. Wir wollen willkommen in der Freiheit. Ja. Ich habe es nur getan, damit ich zum Teufel nochmal aus diesem Dreckloch verschwinden kann. Ach ja, was mache ich denn da? Pfarr, keine Ahnung. Die anderen zwei hören hier so brutal gemein an, irgendwie, die beiden hier. Adelaide Leute sind gesund und leben so, wie sie wollen. Willkommen in der Freiheit. Haha. Freedom. Indeed. These workers are tame as sissy pigs in a slaughterhouse. They'll just mill about confused and wait for orders. You took it upon yourself to decide the fate of strangers. I don't know whether that's confidence or arrogance. Either way, I'm fascinated. Genau. Ich habe dein Buch. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Oh.
Schöne EP-Punkte kriegen wir da zusammen. Tja, ich wusste ja nicht, dass das Buch auf Französisch ist, ich meine. Tja. Du wolltest dieses Buch, du hast erhalten Bitmodul mal 900. Okay. Tja. Du reagierst ein wenig über, findest du nicht auch? Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. Nein. You couldn't possibly know, could you? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Yeah. Wasted. Wieso dachtest du, dass dieses Buch die Geheimnisse birgt, nach denen du suchst? Bocconeau, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist School of Thought, so the book is banned in this colony. Hmm. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bocconeau's thoughts came more than a century after his death. Tja. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worst idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bocconeau journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Was ist dabei für mich drin? Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Mm-hmm. Okay. Warum nicht? Klingt gut. Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. Gut. Okay. Lass mal gucken. Hm.
Punkt. Das heißt, ich kann ihnen auch noch ein bisschen mehr Gesundheit geben. Okay. Gewieft. Verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift. Was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit hoher Wahrscheinlichkeit ignorieren. Deine Hacken-Dingsfähigkeit wird erhöht, wenn Max in der Gruppe ist. 10 nach oben hacken. Er kann ja gut mit Hacken, also hacken. Geht das jetzt bei ihm noch um oder wird das auch für mich gezählt, weil er dafür, wenn er in der Gruppe ist, wird's egal. So, jetzt ist hier unten dann auch wieder mal was verdrehtig. Was? Große Hände. Aha. Ja gut. Achso, ja, man muss ja immer das annehmen. Haha. Anwenden. So. Gut, ich bin alter. Was die Zeit vergeht, ist unglaublich, Mensch. So, na gut. Dann werde ich jetzt einmal speichern und dann die Folge beenden. So, dann sage ich danke fürs dabei gewesen sein und so. Und dann bis zum nächsten Mal hier. Dann gucke ich mir nochmal ein bisschen weiter um und so, was ich noch machen kann. Bis dann, bleib gesund, werde gesund oder wie auch immer, und dann sage ich, bye bye.